Circle Quiz mit Daniel Hock. Herzlich willkommen zum 46. Circle Quiz. Nach einer kurzen Pause sind wir endlich wieder da. Und wenn ihr wissen wollt, wo ich war, dann folgt mir gerne auf Instagram und tut dies auch gerne bei unserem heutigen Gast. Der hat in den letzten Wochen viel Aufmerksamkeit für seine Europawahl-Videos bekommen und sehr viel positiven Zuspruch und darf sich heute auf lustige, tolle, fiese, gemeine und vor allem viele Wortwitzfragen freuen. Hi, mein Name ist Marvin und ich bin vom Kanal Mindtwisting Pictures, wo ich mich immer mal wieder, beziehungsweise eigentlich immer, mit politischen Themen beschäftige und das auch wirklich sehr gerne mache und vor allem zur Bundestagswahl oder Europawahl auch immer Parteien zusammenfasse oder mich auch mit tagesaktuellen Themen beschäftige. Und heute bin ich hier beim Circle Quiz und freue mich schon drauf. Ich glaube nur, dass ich nicht so viel wissen werde, aber ich bin gespannt. Folge 46, ich freue mich auf meinen heutigen Gast Marvin von Mindtwisting Pictures. Hi. Servus. Hi. Schön, da zu sein. Ja, ja, dass du da bist. Ja, sehr cool. Wie geht's? Schönes Studio. Sehr gut, sehr gut. Viel zu warm, aber... Mit Klimaanlage geht's, ich wollte gerade sagen, hier ist es super schön kalt drin, deswegen... Ist das toll. Es ist echt angenehm. Jetzt kann man ein bisschen runterkommen und ein bisschen akklimatisieren und dann ist alles gut. Ich bleib den ganzen Tag hier. Ich gehe auch nicht mehr raus. Ja, kein Problem. Also kannst du auch, wenn du Schlafsachen dabei hast... Leider nicht. Nee, okay, dann nicht. Wahrscheinlich wird dich der ein oder andere vom Kanal Mindtwisting Pictures kennen, dein YouTube-Kanal. Für die dich noch nicht kennen, erklär mal ganz kurz, was du so zeigst. Ja, also auf meinem Kanal geht es um politische Themen und um Wissensinhalte und beispielsweise, was jetzt eine Partei macht oder was eine Partei vorhat oder welches Wahlprogramm sie so haben. Aber ich erkläre dann auch so aktuelle Themen, wenn es irgendwo mal brennt. Also alles rund um Politik und alles rund um Wissen eigentlich. Ja, und ich versuche das zumindest so unterhaltsam und spannend zu machen, wie es nur geht. Früher waren da mal noch ganz viele Effekte drin und ganz viele visuelle Sachen drin. Die habe ich inzwischen so ein bisschen ausradiert, weil ich gemerkt habe, das ist den Leuten doch zu viel. Aber ich versuche es trotzdem irgendwie einfach zu erklären und irgendwie so unterhaltsam wie möglich zu machen. Ist zumindest mein Anliegen. Ich hoffe, das funktioniert. Hoffe es doch, ich denke mal schon. Ja, eine provokante Frage, die ich auch das ein oder andere Mal gelesen habe, ist, kann man dich als Mr. Wissen to go 2 bezeichnen? Diese Frage wird mir öfters zumindest online gestellt. Im realen Leben noch nicht, du bist der Erste, der das fragt. Sehr gut. Ich sag mal so, Mirko Drotschmann, Mr. Wissen to go, ist sozusagen mein Chef, also weil ich in seiner Produktionsfirma arbeite. Natürlich färbt da wahrscheinlich das ein oder andere ab, aber auch weil der Content oder die Inhalte wahrscheinlich relativ ähnlich sind und weil ich ja auch sehe, was er macht und weil ich das ja auch gut finde. Deswegen kann ich schon verstehen, warum dann das ein oder andere abfärbt. Man lernt ja auch dazu, beispielsweise bei den Titeln. Richtig. Oder die Thumbnails, unser Grafiker, der die immer macht, von dem habe ich mich auch schon inspirieren lassen. Aber nichtsdestotrotz versuche ich, mich trotzdem davon abzugrenzen, weil ich glaube, es braucht keinen Mr. Wissen to go 2.0, weil es gibt einen Mr. Wissen to go. Und ich glaube auch, Mirko bespricht ja öfter mal auch allgemeinere Themen. Beispielsweise, weiß ich jetzt gar nicht so ad hoc, aber so allgemeine Themen, die vielleicht nicht unbedingt was mit Politik zu tun haben. Und das versuche ich eher weniger zu machen. Also bei mir geht es dann wirklich auch mal darum, ob die CDU mit der AfD koalieren könnte oder so. Ja, so sehr, sehr stark politikbezogen. Genau, also noch stärker politikbezogen, glaube ich, als es bei Mirko ist. Aber das liegt auch so ein bisschen in der Zeit. Ich will eigentlich auch so ein bisschen mehr versuchen, nicht nur in meinem Zimmer zu stehen und nur zu erklären, sag ich mal, sondern ich will eigentlich auch so ein bisschen mehr, ich will jetzt nicht sagen Schauspiel mit einbringen, aber so ein bisschen gespielte Szenen mit einzubringen. Zumindest will ich das versuchen. Problem ist nur, mir fehlt ein bisschen die Zeit. Und das glaube ich, wenn ich das ein bisschen forcieren würde, ich glaube, dann würden die meisten Leute wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, Mr. Wissen to go 2.0. Ja, manchmal braucht man den Tag halt eben in doppelter Länge. Richtig. Aber was ich auch noch dazu sagen muss, dass ich überhaupt so genannt werde manchmal, finde ich, ist eigentlich schon ein unfassbares Kompliment, weil Mirko einfach mega gute Sachen macht. Das ist wohl wahr. Also, es könnte schlimmer sein. Also, lieber Leute nennen mich Mr. Wissen to go 2.0 als... Weiß ich nicht. Simon Desue 2 oder sowas. Ja, ne? Irgendwie sowas, irgendwie genau. Ja. Gut, mehr Fragen zu dir beantworten wir dann im Interview. Das gibt's dann am Mittwoch um 18 Uhr. So, und wir kommen jetzt erstmal zu den Spielregeln. Du hast deine 9 Wissenskategorien, wie jeder Kandidat. Wenn du sie alle 3 richtig beantwortest, also alle 3 Fragen jeder Wissenskategorie, dann gewinnst du den 50-Euro-Schein, der da liegt, der auch echt ist. Ich sag's immer wieder gerne dazu. Wirklich? Ja.
Im Zweifel bist du ja dann schon weg. Also von daher. Stimmt. Dann gibt es die Fragezeichenfelder. Da bekommst du eine Kategorie zufällig zugewiesen vom Mann aus dem Hintergrund, der sich jetzt angesprochen fühlt. Und dann gibt es noch das schwarze Feld, das ist unser K.O.-Feld. Da stelle ich dir auch eine Frage. Wenn du sie richtig beantwortest, spielst du ganz normal weiter. Es gibt nichts zu gewinnen, aber es gibt viel zu verlieren. Wenn du nämlich eine Frage falsch beantwortest, dann ist das Spiel an dieser Stelle dann zu Ende. Ja, wie wir schon das ein oder andere Mal erfahren mussten. Ich hoffe, das wird mir nicht so ergehen. Aber ich vermute schon. Genau. Und im Zweifel hast du ja noch deinen Telefon-Joker, den du dann irgendwann im Laufe des Spiels einsetzen kannst, okay, wenn du magst. Sehr gut. Soweit alles klar? Soweit alles klar, ja. Ich hoffe, ich blamiere mich nicht total. Als Politik-Wissens-YouTuber. Nein, das kann man sicher nicht. Da ist die Messlatte irgendwie schon gefühlt sehr hochgelegt. Ja. Ich glaube, da warten Leute mehr als vielleicht bei dem einen oder anderen. Naja. Das werden wir dann sehen in den Kommentaren im Nachhinein. So, dann fang doch gerne mal an okay zu drücken und dann schauen wir, wo wir als erstes hinkommen. Die 1. Ach guck, da sind wir doch direkt. Ich dachte gerade, wir sind schon beim schwarzen Feld. Oh Gott. So schlimm ist es noch nicht. Sehr gut. Erste Frage, Macht und Recht. Steht ein aktuell populärer CDU-Politiker in der Nähe eines Superheldens? Befindet sich Philipp bei Spider-Man, an Wonder Woman, in der Nähe von Iron Man oder am Tor? Am Tor natürlich. Also Philipp am Tor. Schönes Wortspiel. Ja? Schönes Wortspiel. Ja. Ich mag Wortspiele. Das freut mich. Da habe ich noch einige. Also das... Da bist du noch ein bisschen gefüttert. So, mach einfach weiter. Achso, ich darf nochmal drücken. Genau. 4. Wir gehen auf die Technik zu. In der ersten Frage. Das Material einer Tür kann man womöglich benennen, wenn man zuvor an die Schlüsselloch, Zylinder, Schließblech oder Türgriff. Türgriff. Ja. Ja. Sehr gut. Ich hab's auch gesagt. Es läuft schon mal gut. Ja. Wenn es jetzt auch so weitergeht, wäre es nicht schlecht. 5. Was geht denn hier weiter? Ah, nice. So, wir sind beim Allgemeinwissen. Das heißt, es kann alles kommen. Auch hier Frage 1. Beugt sich jemand beim Laufen in die ein oder andere Richtung? Kann man behaupten, er oder sie schlägt fehl, scheitert kläglich, floppt oder geht schief? Geht schief. Ja. Auch richtig. Also wenn es wirklich so weitergeht, dann wäre ich wirklich froh. 5. So, wieder 5. Über das schwarze Feld hinweg. So, jetzt geht's international weltweit. Auch hier Frage 1. Möchte man nach der Ausbildung ein Jahr außerhalb des Landes verbringen? Würde man in England sagen, man verbringt ein Jahr ab Rot bei Gelb mit Grün oder nach Blau? Wenn ich den Wortwitz richtig verstanden habe, ab Rot oder abroad. Sehr auch gut. Das ist richtig. 5. Die kommen in mein Wortwitze-Tagebuch. Ich schicke sie dir dann. Ja, gerne. 5. So, jetzt sind wir bei Medien und Promis. Oh. Auch hier die erste Frage. Fragt jemand Uli Hoeneß, ob er nachts um 3 verfügbar ist? Antwortet der möglicherweise nein, da Aldi, Lidl, Rewe oder Penny? Penny. Also, weil penn ich, oder? Ja. Siehst du, so weit reichen dann meine bayerischen Kenntnisse doch noch aus. Sehr gut. 6. Ich bin sehr froh, dass wir dieses schwarze Feld wirklich überspringen. Schon wieder. Ja. Sehr gut. Jetzt sind wir bei Stimmt, bei den Behauptungen. Und das ist die erste Behauptung. Die Schrift im Logo des Fernsehsenders Vox ist schwarz. Weißt du, die Schrift im Logo des Senders Vox ist schwarz? Nee. Also, ich soll jetzt die richtige Farbe erraten. Also, du sollst jetzt sagen, stimmt das oder stimmt das nicht? Ach so, das stimmt. Ach so, sorry, falsch verstanden. Ist schwarz. Oh Gott. Also, die Kugel in der Mitte ist logischerweise rot. Ja. Aber ich glaube, die Schrift ist... Ich glaube, die Schrift ist weiß. Aber... Okay. Ups. Ist sie schwarz oder weiß? Oder eine ganz andere Farbe? Nee, ich glaube, sie ist weiß. Ich vermute, sie ist. Also heißt, die Behauptung würde nicht stimmen. Ja, genau. Also sie würde nicht stimmen, ja. Okay. Ich sag dir, die ist aber schwarz. Echt? Ja. Ah. Mist! Ja!
Mist. Das heißt, die Kategorie ist schon mal weg. Echt? Schwarz? Tatsache. Die ändern das doch bestimmt manchmal ab. Ja. So, wenn du... Immer dann, wenn du hingeguckt hast, war es auf einmal weiß. Ja. Gibt's ja gar nicht. So, fünf. Musik. Das ist ja wirklich schwach, dass ich das jetzt nicht wusste hier. Naja. Gibt Schlimmeres. Frage 1. Viele Radiosender spielen nach eigener Aussage die besten Wärm, Kält, Hits oder Fros? Hits. Ja. Den kleinen Schock wieder überstanden. 3. Ja. Allgemeinwissen. So, jetzt Frage Nummer 2. Wer die Messing-Hochzeit feiert, ist wie viele Jahre verheiratet? 30, 35, 40 oder 45? Was waren die 30? Was waren die Auswahlmöglichkeiten? Ah ja. 30, 35, 40 oder 45. Die Messing-Hochzeit. Also yes. Ich glaube, die... Oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass es eine Messing-Hochzeit gibt, um ehrlich zu sein. Also, es gibt ja eine goldene Hochzeit. Genau, silberne Hochzeit. Genau. Diamant, das gibt und Messing ist ja eigentlich weniger wert als Silber und logischerweise auch als Gold. Aber ich dachte, eine goldene Hochzeit wäre immer 50 Jahre. Ich meine auch, ja. Goldene Hochzeit dürfte 50 sein. Ach ja, stimmt. Ja, klar, das muss ja auch gar nicht da draufstehen, ja. Gut, dann wenn Gold 50 ist, dann würde ich... Hätte ich aber vermutet, dass Silber 30 wäre. Nee, ich glaube, Silber ist 25. Echt? Silber müsste 25 sein. Ja, gut. Mathematisch müsste es ja dann eigentlich 40 sein, wenn man mal so blöd rechnet. Deswegen, weil mir keine andere logischere Antwort einfällt. Also ich kann dir sagen, es gibt fast für jedes Jahr echt? Irgendeine Bezeichnung. Ah, toll. Schön. Damit hast du mich jetzt verunsichert. Dann habe ich ja das, was ich wollte. Messing-Hochzeit. Es hört sich jetzt, also Messing-Hochzeit hört sich halt nicht so geil an. Deswegen hätte ich jetzt nicht gesagt, dass... Komm, ich nehme die 40, weil... Weil... Messing-Hochzeit. Die hört sich halt nicht so geil an, deswegen würde ich nicht sagen, dass es halt so für eine 40 Jahre steht, so, aber auf der anderen Seite. Nee, also, C40. C40. Wir gehen sie mal einzeln durch. Na toll. Also, 30 ist die Perlenhochzeit. Mhm. 35 ist die Leinen- oder Leinwandhochzeit. Und 40 ist tatsächlich die Rubin-Hochzeit. Das sind tatsächlich die 45. Das, warum? Das kann ich dir dann wiederum nicht beantworten. 45, ja gut. Ja. Da muss aber schon echt lange verheiratet sein, ne? Also, das schaffen nicht viele. Nee, ich glaube auch nicht, dass ich das irgendwann mal schaffen werde. Aber ja. Das, ja, aber schön wäre es. Also, ich meine, ja, wünschenswert ist es ja. Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich schon. Wenn man so lange mit einer Person zusammenleben kann, ist das doch super. Das stimmt schon, ja. Das stimmt. So, jetzt sind wir erstmal beim Fragezeichen. Mhm. Und gehen. Ich hab's gewusst. So. Also, erste Frage: Persönlichkeit und Hobbys. Die geht relativ schnell wahrscheinlich. In welchem Jahr ist denn dein Kanal Mind the Rest in Pictures online gegangen? 2015, 16, 17 oder 18? 2016. Ja. Ja. Muss man erstmal drüber nachdenken. Ja. Passt. Ob das wirklich so stimmt. Eins, da sind wir wieder bei der Musik. Und der zweiten Frage. Welcher dieser vier Musikstreaming-Dienste war denn zuerst auf dem Markt? Oh. War das Juke, Spotify, Deezer oder Google Play Music? Ich kenne Juke gar nicht, muss ich zugeben. Echt? Nee. Also ich glaube. Nutzt du einen von denen? Wahrscheinlich Spotify, ja, oder? Spotify. Ja, Spotify. Ja, nutzt wundere mich, dass du Apple Music nicht aufgezählt hast, aber das war ja relativ spät sogar. Ja. Ich glaube nicht, dass es Spotify, glaube ich nicht. Spontan hätte ich gesagt, dass es Deezer ist. Google Play. Das Problem ist, dass ich Juke nicht kenne. Mhm. Wenn ich Juke kennen würde, könnte ich sie, glaube ich, irgendwie zuordnen. Die Kategorie hatten wir gerade eben schon, ne? Da war schon eine Frage vorher auch. Richtig. Das heißt, könnte ich jetzt auch potentially wieder verlieren. Das ist wohl wahr. Also ich glaube, Google Play Music war auch ein bisschen später dran. Spotify, gefühlt, die sind halt auch schon lange dabei. Hm.
Komm, ich mach mal Juke. Nee, ich mach nicht Juke. Du hast gerade so geguckt, als ob es falsch wäre. Vielleicht ist es aber richtig. Aha. Das kam nur überraschend von dem, was du bisher gesagt hast. Jetzt ja, weil die anderen mir bekannt vorkommen. Okay. Und weil ich glaube, dass Juke halt nicht mehr erfolgreich ist und vielleicht die ersten waren und zu früh da waren. Aha. Und sozusagen, ja, also zu früh da waren und die Leute noch nicht gerafft haben, dass es gut ist. Aber vielleicht war es noch Spotify. Also eine der allerersten war Napster. Das war 2.3. Die sind aber nicht dabei. Ja. Hm. Komm, ich nehm Juke. Doch? Ja, ich nehm Juke, komm. Okay. Ich kenn's nicht, vielleicht ist es ja das erste. Dann machen wir's kurz, es ist aber dieser. Okay, gut, da bin ich jetzt aber nicht traurig drum, weil ich hätte dann ist Spotify gesagt. Weil dieser hätte ich nicht geglaubt, weil Spotify wäre tatsächlich der nach dieser gewesen. Also dieser ist 2.7. Ist dieser deutsch, weißt du das? Also ist das in Deutsch? Das kann ich dir nicht sagen. Das war leider nicht. Juke ist tatsächlich mit Google Play Music spät, 2.11 erst. Okay. Und Spotify 2.8. Ja. So lange schon. Mhm. Krass. Das Unternehmen gibt es seit 2006, aber die sind erst 2008 an den Markt gegangen mit ihrem Produkt. Wir sind bei Grün, Natur und Tiere und jetzt bei der zweiten Frage. Nee, bei der ersten. Da sie oft beim Annähern abhauen, kann man Vögel häufig nur von Kassette hören, Buch lesen, Fernsehen oder Netflix gucken. Fernsehen natürlich. Ja. Auch wenn Netflix, Netflix sehen auch geil gewesen wäre, aber es wäre auch nicht schlecht. Ja. Aber natürlich Fernsehen. So, 5. Schon wieder das schwarze Feld übersprungen. Richtig gut. Der Zufallsgenerator mag dich heute mal. Das ist mein einziges Ziel hier bei dem Spiel. Ja. Einfach nur nicht das schwarze Feld auf das schwarze Feld kommen. So, wo sind wir? Medien und Promis. Frage Nummer 2. RTL zeigt in der kommenden TV-Saison 2019-2020 live A. die Billard-WM, B. eine Herz-OP, C. einen Arbeitstag im Altenheim oder D. eine Zugfahrt von Köln nach Berlin. Eine Herz-OP. Richtig. Mhm. Habe ich mich auch gefragt, was da das sollte. Da bin ich echt mal gespannt. Die zeigen echt, für alle, die es nicht wissen, eine Herzoperation live im Fernsehen mit einem echten Patienten, mit echten Chirurgen. Warum? Das im Rahmen eines Gesundheitstages, soweit ich weiß. Dann krass. Irgendwie als Highlight. Was passiert, wenn der Patient, wenn er was schief läuft? Und wenn er, also. Dann steigt die Quote. Wahrscheinlich, ja. Ja. Im linearen Fernsehen? Oder im linearen Fernsehen, ja. Guck mal, dann schaue ich zum ersten Mal nach Jahren vielleicht mal wieder lineares Fernsehen live. Das gucke ich mir auch an. Also da bin ich mal richtig gespannt, wie die das umsetzen. Verrückt. Naja. Allein schon technisch, also. Ja. Da bin ich echt mal gespannt. Mit GoPro im. Ja. Im Körper. Mit ganzen Ärzten und dann hier oben nochmal auf eine von oben. Ja. Genau. Da rennt dann welche mit Kamerakran am besten noch. Das ist der Kamerakran, der dann so runterfliegt. Auf den Körper zu. Ja. Oh Gott. So. Naja. Also. Ja, das wird geil. So, weltweit sind wir jetzt erstmal bei der zweiten Frage. Die Hauptstadt der im irischen See gelegenen Isle of Man ist Chibo, Douglas, Subway oder Netto? Puh. Chibo, Douglas, Subway oder Netto. Ich habe mich gestern lustigerweise erst mit Kollegen über den Parfümerieladen Douglas unterhalten, dass der Name eigentlich total bekloppt ist, weil das ist ja nicht Douglas, sondern Douglas eigentlich. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert und in der Tat, irgend so ein Seifenmensch, der irgendwie Seife produziert hat, der kam aus Irland und hieß auch Douglas, also mit Nachnamen. Deswegen, das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, dass es wirklich Douglas ist, weil das irgendwas mit Irland zu tun hat. Okay. Weil alles andere macht für mich gerade nicht so Sinn. Ein Isle of Man. Ich weiß leider auch nicht, was die Hauptstadt von Isle of Man ist, leider. Aber Douglas würde für mich jetzt erstmal am meisten Sinn machen, weil ja, das zumindest eine irische Konnotation hat. Also Douglas B. Oder Douglas. Mhm. Das soll ich mal gut ausgeschlossen, das ist richtig. Nice. Guck mal, wirklich erst vor einer Woche habe ich mich in der Mainzer Innenstadt gefragt, sag mal, das heißt doch nicht Douglas. Ja.
Aber selbst in der Werbung sagen die es ja so. Ja, es wird auch offiziell, also auf Wikipedia steht zumindest offiziell, dass die Aussprache, die, Aussprache dann, ja. die Lautsprache, dass, ja. Dass es Douglas ausgesprochen wird. Okay. Aber für alle da draußen jetzt, ne, es ist Douglas eigentlich. Das nächste Mal, wenn ihr dann mal Parfüm shoppen geht, bei Douglas. Da sage ich, dann gehen wir mal zum Douglas. Wohin? Ja, zum Douglas. Oh Gott, die sechs. Oh nee. Bitte jetzt nicht auf das schwarze Feld. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt. Nee, ich glaube nicht, dass es das schwarze Feld ist. Es ist das Fragezeichen. Jo. Hoffentlich, wenn es nicht eins weitergeht. Aber es bleibt stehen. Zum Glück. Also das Fragezeichenfeld kann dich nicht zum schwarzen Feld bringen. Das kann ich dir schon mal sagen. Also, aber wir springen woanders hin. Schwarz. Und zwar, wohin? Zur Natur. Und jetzt zur zweiten Frage. Das aktuell umhergehende Hunter-Virus wird unter anderem übertragen von Ratten, Mücken, Zecken oder von Spinnen. Hunter-Virus. Ratten, Mücken, Zecken oder Spinnen. Ach so, ich dachte gerade auch Hunter mit, also H-A-N-T-U-R, wie so, der Jäger. Das Hunter-Virus. Also aktuell umhergehend macht jetzt für mich Zecken irgendwie so wenig Sinn. Weil Zecken sind ja immer da. Mhm. Ich habe das noch nie mit Zecken in Verbindung gesehen. Spinnen? ich hoffe nicht, dass Spinnen irgendwelche Viren oder ja irgendwas übertragen, weil das würde mir jetzt echt Sorge bereiten. Ratten kann ich mir jetzt gerade auch nicht so wirklich vorstellen. Das Einzige, was irgendwie halbwegs mit der Hitze Sinn machen würde, wären Mücken. Stechmücken meinst du? Oder ist wahrscheinlich gemeint? Weil für mich sind Mücken und Fliegen sind für mich immer so das Gleiche. Leute fragen mich immer, was ich mit... Wenn ich sage Mücke, dann meine ich eigentlich auch so eine kleine Fliege. Aber ich würde jetzt mal sagen Mücke oder Mücken. Aufgrund der Hitze. Und oh Mann, das ist wie bei Günther Jauch hier. Ja, Mücken. Irritiere dich jetzt nochmal? Ich lasse mich wieder beeinflussen. Nein, aber es macht eigentlich, also für mich persönlich jetzt... Das ist Mücken. Okay. Nehmen wir das doch auch mal. Ja. Punkt, Ende, aus. Es sind aber tatsächlich die Ratten. Echt? Ja. Ach. Also wenn du Ratten irgendwo vielleicht in einem Keller oder so hast, dann solltest du aufpassen. Habe ich zum Glück nicht. Das ist gut. Denn das wird durch Ausscheidungen, werden diese Viren von denen, also durch Speichel, Kot oder Urin, übertragen. Und wenn du dann Staub aufwirbelst, kann es sein, dass du das einatmest. Und dadurch kannst du dann dieses Virus bekommen, kannst dich infizieren. Ja. Okay, ich wusste nicht, wie das heißt, aber ich habe davon sogar schon mal was gehört, ja. Ja, hoffe ich, dass mir das nicht passiert, ne? Das hoffen wir alle. Das wäre nicht so gut. Eins, da sind wir wieder beim Fragezeichen und haben noch 5 Kategorien. Lässt sich noch was holen. Macht schon recht. Zweite Frage. Glatt mit 7 Kerben. Ist laut Bundesbank der Rand welcher Euro-Münze? 2 Cent, 10 Cent, 20 Cent oder 50 Cent? Glatt mit 7 Kerben. Darf ich mein Portemonnaie gerade holen? Das zählt als Telefonjoker. Das Problem ist, dass ich nie Bargeld dabei habe. Stimmt. Aber ich glaube, das bekomme ich sogar so hin. Das ist gut. Weil glatt mit 7 Kerben. Das Ding ist, eine 50-Cent-Münze ist geriffelt, also diese Riffeldinger da außenrum. Das gleiche bei 10 Cent. 2 Cent ist, glaube ich, einfach nur komplett glatt und 20 Cent ist ja glatt, aber hat immer diese Kerben mal da drin. Deswegen 20 Cent. Ja, da brauchen wir auch nicht drum rumdrehen. Ist doch richtig. Ja, passt. Tja. Genau. Ich bin großer Bargeldverfechter. Ich will auch nicht, dass das Bargeld verschwindet. Auch wenn ich super gerne mit Karte und mit Apple Pay oder was auch immer zahlen würde und mache oder auch so zahle, aber ich will nicht, dass das Bargeld verschwindet. Bin ich dabei. Da sind wir schon mal. Bin ich dagegen, du? Zur weiteren Information, 2 Cent ist tatsächlich glatt mit Einkerbung. Also die haben da ist in der Mitte so eine kleine Einkerbung, die rundherum geht. Echt? Ja. Ah, stimmt. Genau, das hat nämlich 1 und 5 Cent nicht, die sind komplett glatt. Ja. Und wie du gesagt hast, 50 Cent, 10 Cent, die haben so eine Wellenstruktur, nennt man das offiziell. Ah. Stimmt, ja, die 2 Cent haben, ja, genau. Na gut, ich habe es trotzdem richtig beantwortet, von daher. Genau, also ist ja völlig egal. So, 6, das heißt, wir sind wieder beim Fragezeichen, so wie es aussieht. Ich mag dieses Fragezeichen, du, das... Weil das immer so kurz vorher, genau. Ja. Medien und Promis, 3. Frage.
Welcher Comedian erreichte mit einem Song in Zusammenarbeit mit Sido Platz 33 der Singlecharts? Mario Barth, Dieter Nuhr, Caroline Kebekus oder Anke Engelke? Also ich habe einen Wunschkandidaten, aber ich glaube nicht, dass es sie ist, weil ich Anke Engelke ganz, ganz toll finde. Aber ich kann es mir gerade nicht so ganz vorstellen. Hol mir schon mal das Geld für die Entscheidung. Das ist schon die dritte Frage. Das ist schon die dritte Frage. Oh nö, das ist ja... Ah, dafür will ich jetzt aber trotzdem irgendwie keinen Telefonjoker. Weil ich glaube, dass der Telefonjoker das auch nicht wüsste, um ehrlich zu sein. Auf der anderen Seite, der Telefonjoker, den ich im Kopf habe, ist ein großer Rap-Fan. Oha. Also, Mr. Wissen to go. Der ist Rap-Fan, echt? Hat er nicht erzählt? Nee, wusste nicht. Der hat damals auch selbst gerappt und... Nein. Ja, ja. Doch, doch. Das kann ich mir jetzt gerade so gar nicht vorstellen. Konnte ich mir auch nicht, aber es ist wirklich so. Ist ja cool. Ja. Der hört sehr viel Rap. Deswegen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er es wüsste, aber ich glaube, er mag so Sachen wie Sido nicht. Glaube ich. Naja, aber... Sido ist deutsches Kulturgut. Ja. Ich will ihm auch nicht in den Mund legen, ich weiß es nicht. Aber vorstellen könnte ich mir Caroline Kebekus. Mario Barth kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil ich glaube, selbst Sido findet den unsympathisch. Ich könnte mir komischerweise auch Dieter Nuhr vorstellen. Und ich weiß nicht, warum. Der so den Song rumhernuschelt, oder? Ja. Ja. Oh, das ist jetzt echt Pressure, ne? Wenn es jetzt wirklich die letzte Frage ist. Wohl wahr. Gibt's hier ein Zeitlimit? Kann ich das rauszögern? Das Zeitlimit ist jetzt vorbei. Zu spät. Mist. Nee, also Mario Barth glaube ich nicht. Ich glaube, Anke Engelke ist es auch nicht. Caroline Kebekus ist so die offensichtlichste Antwort. Weil man es von der erwarten würde, weißt du? Komm ich in den Caroline Kebekus? Ich glaube, ich nehme... Die gleiche Frage bekomme ich immer oder Antwort beim Bäcker gestellt, weil ich auch mal sage, ich glaube, ich hätte gerne 5 von den Brötchen. Glauben Sie oder möchten Sie? Nein, ich nehme Caroline. Ich kenne das immer, wenn ich jemanden frage, Kebekus. Kann ich links und links und dann ja. Kannst du? Kannst wirklich? Du? Ja. Schön, dass du... Ja. Nein, ich nehme Caroline Kebekus. Mit Bauchschmerzen? Mit Bauchschmerzen, aber wenn ich ist nicht schlimm, wenn es falsch ist. So, es geht um den Song mit dem Namen Ich liebe dir. Und das ist tatsächlich Mario Barth. Es hätte aber auch. Obwohl, es stimmt. Ja, Mario Barth ist Berliner, glaube ich, ne? Ja. Ah. 2011 war das. Schade. Ja, gut. Naja, gut. Hätte ich mir nicht vorstellen können. Ehrlich gesagt, Das ist auch nicht so schlimm. Nee. Aber ich habe gerade ein bisschen Respekt vor beiden. Nee, vor Sido habe ich nur Respekt verloren. Von Mario Barth nicht. Dafür ist Sido, glaube ich, zu gut. Naja, schade. Weiter geht's. Wenn ich jetzt. Es ist okay, solange ich auf das schwarze Feld nicht komme und das. Ja, sind wir schon wieder nicht. Guck mal da. Geil. Mein Gott. Was ist denn hier so los? So oft ist das Fragezeichen auch noch nicht. Nee, nicht wirklich. So, zweite Frage Technik. 1958 war das Geburtsjahr des Thermometers, des Zauberwürfels, der Deutschen Bahn oder der NASA? 1958. Also der NASA war es auf jeden Fall schon mal nicht. Weil die NASA schon wesentlich früher ja auch Mondmissionen gestartet hat oder auf jeden Fall schon da in dem Geschäft war, irgendwelche Missionen zu starten, deswegen die NASA das nicht. Thermometer kann ich, also ein ganz typisches Thermometer, so mit was ist da drin nochmal? Diese Flüssigkeit, meinst du jetzt? Flüssigkeit. Ja. Mercury heißt das auf Englisch. Ja. Gab mal ein Videospiel, was wie hieß, deswegen weiß ich das. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es das ist. Der Zauberwürfel. Irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es der Zauberwürfel war. Auf der anderen Seite. Was war das letzte nochmal? Die Deutsche Bahn noch. Deutsche Bahn. Ja, bei der Deutschen Bahn ist es bestimmt so ein Fall von, die gab es natürlich schon früher, hieß aber bestimmt anders und musste irgendwie umbenannt werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg oder so. Ist jetzt meine total nicht fundierte Meinung oder mein nicht fundiertes Wissen. Deswegen kann ich mir das mit der Deutschen Bahn überhaupt nicht vorstellen. Also, ich hätte jetzt gesagt, der Zauberwürfel. Ich nehme den Zauberwürfel. Ja, nach viel Ausschließen und allem drum und dran. Ist das falsch? Was hattest du als erstes ausgeschlossen? Die NASA, glaube ich, ne? Ja.
Die weiß aber. Echt? Tatsache, ja. Dann hieß die aber bestimmt vorher nur anders. Also die war... Die waren doch... Da haben die doch gerade... Vielleicht haben sie doch gerade da angefangen, weil die Russen damals... Ah... Ja klar, das kann natürlich sein, weil damals das Programm gestartet wurde. Ja, logisch. Ach, wie doof. Ja, siehst du mal. Sag, jetzt im Nachhinein. Als Wissenspolitik-YouTuber kannst du hier nur versagen. Ach, wie blöd. Ja, finde ich jetzt auch schade, ehrlich gesagt. Hm. So. Ja, schade. Was haben wir denn noch? Ach so, ja, ich muss da nochmal drücken hier. Ja, mach das mal. Wir haben noch 3 Kategorien übrig. 4. Wir sind wieder am schwarzen Feld vorbei. Echt? Ja. Ist das toll. Wir spielen jetzt die letzte Frage aus Macht und Recht. Aus der Politik-Kategorie. Ja, die, wenn ich die nicht gewinne, ne, dann... Ha! Dann weiß ich auch nicht. Dann muss ich zweifeln an meinem Kanal. Jetzt werden schon Wetteinsätze gesetzt. Ich bin mal gespannt. Also, exakt 0,0% der Stimmen bei der Europawahl in diesem Jahr erhielt laut Bundeswahlleiter die Partei MLPD, die Europäische Liebe, die Partei der Humanisten oder die Demokratie direkt. So. Jetzt haben wir das Ding. Also die MLPD sicherlich nicht. Dafür gibt es zu viele solcher Menschen, glaube ich, in Deutschland. Die Partei der Humanisten auch nicht. Das weiß ich. Und Demokratie direkt auch nicht, weil ich glaube... Ich weiß, das ist eigentlich keine Partei, sondern das ist so eine Ein-Programm-Partei, die einfach die Volksbegehren oder Volksentscheide fordern. Aber ich glaube, die nicht in der, weil ich habe mir das natürlich angeguckt, welche Parteien wie abgeschnitten haben. Und die waren auf jeden Fall nicht ganz unten. Mhm. Glaube ich mich zumindest zu erinnern. Deswegen vermute ich die Europäische Liebe. Du vermutest die Europäische Liebe. Also, Partei der Humanisten auf keinen Fall. Das weiß ich. Die haben Stimmen bekommen. MLPD auch nicht. Die haben auch Stimmen bekommen. Und Demokratie direkt. Die haben... Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Also, ich muss zugeben, ich habe Europäische Liebe noch nie gehört. Ich dachte, okay. Die würden nur die Liebe heißen oder die Liebe-Partei oder sowas. Also, ich glaube jetzt die Oha. Obwohl, es geht ja... Ach so, Moment. Aber es geht ja darum, exakt 0,0. Es kann ja auch sein, dass die 0,0... Also, ja, also es können ja sein, dass die jetzt mal 10.000 Stimmen bekommen haben, aber es sind halt 0,0%. Ach, scheiße, ja, stimmt. Im letzten. Ah, ja gut, MLPD und Partei der Humanisten ist es trotzdem nicht, das weiß ich. Komm, ich glaube trotzdem, dass es die Europäische Liebe ist. Und wenn ich mich jetzt hier blamiere, dann habe ich es zumindest halbwegs gut erklärt. Hoffe ich zumindest. Also, wir machen ohne Joker-Risiko und sagen ja, die... Ja, ja. Die, was hast du gesagt? Europäische Liebe. Die Europäische Liebe. Spannender Name übrigens. Alles klar. Und weil es jetzt die letzte Frage ist, mache ich es natürlich spannend, logischerweise. Also, Demokratie direkt hat 0,1% bekommen. Die Partei der Humanisten ebenfalls, nein, die Partei der Humanisten 0,2%. Und die Europäische Liebe hat 0,2% bekommen. Ich, das ist tatsächlich die MLPD. Nein! Mit 0,0% ja, dann Stimmen. Kann das sein, ich glaube, ich habe mich ein bisschen vertan mit den, also mit den Stimmen, weil, Aber doch echt so wenig, dachte die MLPD hätten mehr bekommen. Oh, das ist echt voll das die Blamage ich auch nicht geglaubt. Jetzt für mich. Weil bei uns hingen überall diese MLPD-Plakate. Ja, das stimmt. Ich habe von keiner anderen von diesen 3 Plakate gesehen, nur von der. Zu das ist dann normalerweise echt, mit den anderen. Das ist jetzt echt, da muss ich sagen, da schäme ich mich jetzt schon ein bisschen für, dass ich das nicht wusste. Es ist leider auch keiner, also ich habe ja, obwohl doch Partei der Humanisten, die waren in einem meiner Videos mit dabei sogar. Aber, Aha. Ja. Mist. Naja, gut. So, jetzt kommt, jetzt zum schwarzen Feld. Jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden. Nee, wir sind. Naja, gut. Bei weltweit. In der dritten Frage. Der Nullmeridian verläuft nicht durch Frankreich, Spanien, Algerien oder Marokko. Oha. Nicht durch Frankreich. Boah, da kann ich echt nur raten, ne? Es ärgert mich gerade übrigens, dass ich nicht den Telefonjoker doch eingelöst habe bei der Frage davor. Mensch, ich hab dich doch noch gefragt. Ja, ja. Aber ich wüsste auch nicht, wer es gewusst hätte. Also okay. Das ist
nochmal was anderes. Naja, aber der Nullmedian verläuft nicht durch Frankreich. Bundeswahlleiter hätte es gewusst. Ja gut, aber seine Nummer habe ich, oder von ihr oder von ihm, da habe ich leider keinen Kontakt zu. Schade. Nullmeridian verläuft nicht durch Frankreich, Spanien, ich muss raten, ich weiß es leider nicht. Mhm. Ich kenne auch leider niemanden, der sich, oder kenne ich jemanden, der sich mit Geografie auskennt? Oder da gut drin ist, ich glaube nicht. Ich würde jetzt mal einfach spontan sagen, Frankreich. Spontan gesagt und auch festgenommen? Ja, und auch festgenommen. Ich nehme Frankreich fest. Wir nehmen Frankreich fest. Ich nehme Frankreich fest. So. Und nur knapp nicht dabei ist Marokko. Ja, gut. Läuft nicht so hier, ne? Nö. Es ist, wohl, noch ein. Jetzt haben wir nur noch deine eigenen Fragen. Was passiert eigentlich, wenn ich alles, also alle Kategorien falsch habe, auf Schwarze, ja, dann ist auch Schluss. Auf Schwarze kommen und das richtig beantworte? Ja, also dann bist du ein richtiger Pechvogel, leider. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Hm. Naja, gut. So, das heißt, jetzt gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, ne? Ja. Obwohl, nee, gar nicht. Sechs. Hier. Gibt ja immer noch. So, wo springen wir denn jetzt? Eins, zwei, vier, fünf, dein. Passt. So, zweite Frage. Welche Partei wurde in deinen Videotiteln in den Videos aus 2019 bisher am häufigsten genannt? Bündnis 90 Die Grünen, AfD, CDU oder SPD? AfD. Sagen wir? Ja. Das ging schnell. Und also wenn das jetzt nicht stimmt, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ging es immer sehr häufig um die AfD. Aber ich glaube, sie war auch am häufigsten in den Titeln drin, ja. Im Jahr 2019 bisher. Ja. Ja, auch 2019. Generell. Auch 2018 oder 2017. Ja. Sag mir nicht, dass das falsch ist, sonst bin ich richtig schockiert. Also die CDU und SPD sind natürlich nicht einmal jeweils, habe ich gezählt. AfD viermal und Bündnis 90 Die Grüne fünfmal. Echt jetzt? Hm. Es ist zwar schade, dass ich die Kategorie verloren habe, aber irgendwie freut mich das auch so ein bisschen, weil... Echt? Aber im Sinne von... Viele werfen mir immer vor, dass ich so viel über die AfD mache. Und ich glaube, wenn man mal schaut, worum die Videos gehen, ja, dann, glaube ich, taucht die AfD auch wirklich öfter auf als in den Titeln. Ja. Und ich versuche... Ich will nicht sagen, das Problem daran, aber schon das Problem daran ist, dass wenn man immer diese ganzen rechten Themen oder vorrangig diese rechten Themen bespricht, hast du halt irgendwann einfach echt so einen Überhang an Rechten in der Community, was ich grundsätzlich nicht schlimm finde, wenn konservative Rechte da sind. Aber ich finde es halt cool, wenn du einen Politikkanal hast und einfach von jedem Spektrum irgendwas, also von jedem Spektrum eine Community hast, die sich dann, und das ist das Wichtige, am Ende respektvoll miteinander umgehen. Das ist das Wichtigste, ja. Und das Problem ist nur, wenn man diese rechten Themen bespricht, kommen leider auch immer diese wundervollen, ich weiß nicht, ob es Bots sind oder einfach dieses Netzwerk, diese Community, die sich dann organisiert im Hintergrund und sagt, hey, hier ist ein Video, was nicht negativ ist oder vielleicht nur neutral ist über die AfD. Ja. Schaut doch mal vorbei und ballert mal die Kommentare zu und votet euch da gegenseitig hoch in den Kommentaren, sodass eben nur noch diese Pro-AfD-Kommentare oben landen. Und das finde ich immer super problematisch. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich sage, die Leute sind schlecht oder deren Meinung ist schlecht oder ist falsch. Das stimmt nicht. Aber ich finde es halt scheiße, wenn sich überhaupt irgendeine Gruppierung irgendwie zusammentut und sagt, wir wollen jetzt versuchen, den Diskurs fälschlicherweise unter so einem Video zu bestimmen. Und deswegen glaube ich aber, dachte ich, ob das wäre die AfD. Das ist auch eine Meinungsverfälschung. Also so ja, bisschen, richtig. Ne? Ja. Also und das finde ich scheiße. Deswegen, ich glaube, thematisch ging es schon öfter um die AfD, also um die Grünen. Aber wundert mich, dass es dann doch die Grünen sind am Ende. Mhm. Rein von den Videotiteln. Aber ich glaube, jetzt am Sonntag hättest du noch mal die Grünen dazuzählen können. Weil ich glaube, das Ding ist natürlich auch in den letzten zwei, drei Wochen nach der Europawahl, vielleicht hätte ich daran denken sollen, ging es halt vor allem um die Grünen, weil die halt so gut abgeschnitten haben bei der Europawahl. Ja, und die Umfrageergebnisse und alles. Mist. Aber es macht sich bemerkbar. Ich wollte nämlich versuchen, ein bisschen wegzukommen von diesen ganzen AfD-Themen. Ja. Auch um nicht jetzt um hinzugehen zu grünen Themen, aber einfach
ja, das Problem ist einfach, diese AfD-Themen, die wollen auch, das ist so, man will das so als Journalist irgendwie behandeln, weil du weißt, Leute springen darauf an, aber am Ende sind es dann halt vor allem die Rechten, logischerweise, die sich dafür interessieren und manchmal nicht die Allgemeinheit. Naja, so ist das. So, drücke ich jetzt nochmal auf das schwarze Pferd zu kommen. Also, ich würde sagen, wir machen es nicht noch schlimmer. Alles gut. Oh Gott. So schlimm. Nein. Ja, wir haben sie alle durchgespielt. So ist das. Aber ich bin trotzdem ein bisschen stolz. Also, so ein paar Sachen, das mit Douglas zum Beispiel, das schreibe ich mir mal in meine Kappe. Ja, also ich war hier durchaus so ein paar Sachen dabei, also. Ja. Du, das mit den Parteien, das war schon ein bisschen blamabel, aber. Naja. Hättest du da angerufen? Ich hätte es mir so gewünscht. Ja, stimmt, ich hätte es wirklich machen können, ne? Ja. Können wir die Zeit zurückdrehen? Du könntest ja aus Spaß nochmal anrufen. Oder nee, so. Komm, nee. Dann, wenn ich jetzt jemanden anrufe, der sagt, ja klar, die MLPD ist doch logisch. Das ist doch noch schlimmer. Ja, Naja. Ja. Naja, nee, so habt ihr kein Geld verloren. Ich finde das. Richtig. Also, ist doch gut für euch. Genau. Schön. Ja. Ja. Ich bin trotzdem zufrieden. Gab's schon mal eine Sendung, wo keiner auf das schwarze Feld gekommen ist? Bestimmt, sie fällt mir nur gerade nicht ein. Aber es passiert selten. Ja. Siehst du? Also sehr selten. Ja. Also, das schreibe ich mir auch auf meine Kappe. Immerhin. Nicht aufs schwarze Feld gekommen zu sein. Sehr schön. Immerhin. Ja. Noch irgendwas zu sagen, bevor wir uns verabschieden? Ich hoffe, dass es kühler wird. Ich will diesen Raum nicht verlassen, weil es einfach viel zu schön ist hier drin. Aber es ist so schön kühl. Ja, wir müssen den Tag morgen noch überstehen, ne? Das stimmt. Ja. Je nachdem, 38, 40 Grad, jetzt schon keine Lust mehr drauf. Mhm. Nein, aber sonst, Dankeschön, es hat wirklich Spaß gemacht. Das war ich finde, ich habe mich besser geschlagen, als ich selbst vermutet hätte, von daher. Man geht nie dümmer raus, als man reingekommen ist. Das stimmt, ja. Das stimmt allerdings. So sieht's aus. Dann sage ich doch mal vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke. So, und wir sehen uns wieder in Folge 47 in 2 Wochen beim Circle Quiz. Und bis dahin. Tschüss.